Hallihallo, willkommen zurück. Die Nachbarsbauern, zwei Ahnungslose, voller Tatendrang im Wald. Ja, nächster Monat ist schon wieder angebrochen. Hier geht's heute Schlag auf Schlag. Aua. Beim Hackschnitzel machen immer noch. Wir sind im Monat des besten Preises, hat mir der Andi gesagt. Und mein Teil macht komische Sachen. Hab's gesehen. Willst du mir den nicht da lassen? Ich weiß nicht. Es Warte geht. Mal, ich nimm das mal mit hier. Das wäre nett für dir, genau. Zieh mal den Freisel da raus. Danke. Der war aber ganz schön festgesessen. Ja, wir machen Hackschnitzel ohne Ende. Wir haben jetzt aus dem Sägewerk die Hackschnitzel schon hier rüber ins Lager gefahren. Der Berg, der da unten gelegen hat, ist auch alle schon im Lager, dass wir nachher, wenn es dann wirklich ans Verkaufen geht, wir nur noch ans Lager ran müssen. Und ich glaube, wir haben da schon ein bisschen was drin jetzt, ne? Ja, ich habe gesehen, so 3-4 Liter waren drin, aber... Also, deswegen machen wir jetzt noch weiter hier. Ja. Damit noch ein, zwei dazukommen. Ja. Baum, ist, also der Baum ist wirklich irgendwie ein bisschen deutsch, ja? Kann das sein? Ja. Wie ist das dann, wenn wir dann verkaufen fahren? Zweimal mit Dolly oder ein LKW mieten noch? Eine gute Frage. Also der Klaas kommt, glaube ich, mit dem großen Anhänger, den wir da haben, würde ich mal vermuten, nicht sonderlich gut zurecht. Entweder nehmen wir was Kleines. Ich meine, 40.000 Liter wären da schon auch schon mal ganz gut. Und den, glaube ich, kann er dann schon ziehen. Was? Ich glaube, es kommt auch ein bisschen drauf an, wo wir hin müssen. Zum Verkaufen. Ja. Ich glaube, wir müssen relativ weit fahren und hoch. Dann ist das. Ja. Das muss so, keine Angst. Hast du mir das krumm genommen, dass ich dich damals im See vom Sägewerk irgendwie ertankt hab, Gacki? Oder warum willst du mich jetzt hier mit Baumstämmen aufspießen? Es war ja nicht nur das. Ich erinnere mich da an so eine Zugfahrt. Hä? Was? Kann ich mich nicht mehr erinnern. Keine Ahnung, Gott. Ja. Komisch. Ich schon. Also wäre es dann doch angebracht, noch einen zweiten. Also einen LKW noch zu mieten. Wirklich großen Anhänger, würde ich sagen. Meinst du, das macht. Hä? Wo will denn dieser Baumsturm hin? Ist halt schon wieder sehr teuer halt, ne? Ja, wenn ich dir bedenke, wenn wir... Nehmen wir an, du hast jetzt einen Anhänger mit 40.000. Mhm. Das heißt, da müssen wir 8-9 Mal jeder fahren. Mhm. Das ist schon auch... Ja, aber wird die Ersparnis mit dem Anhänger oder mit dem LKW so viel größer? Weil wie viel mehr bringst du da rein? 20.000, also unsere Fahrten werden sich nicht merklich reduzieren. Na gut, dann fährst du mit deinem Klaas, ich fahr mit meinem Fendt. Dann machen wir Parallelflug.
auf. Boah, ah, der ist fast. Der war gut. Warte mal, wenn ich jetzt. Ich fahre mal jetzt noch einen Meter zurück. Ich möchte wetten, dass er sich jetzt wieder wegdreht hier. Oh, ne, 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 ne. Schade. Ah. Aber vielleicht schaffen wir es. Langsam kommst du in Fahrt hier, hä? Ah. Komm, jetzt nehmen wir erstmal hier die großen Bäume hier raus. So, ich geh mal gucken, wie viel das drin ist, ja? Ja, mach das. 837.000 Liter. Ja, und wenn wir gucken, der Preis ist bei 721. Ja. Das ist nicht geschlampert. Ja. Wobei die Anzeige von dem Endpreis nicht wirklich stimmt. Okay, weil er hier halt noch die 80.000 aus dem Hacker mit drin hat. Ach so, ja, okay. Ist mir gerade aufgefallen, weil hier 920.000 stand. Das stimmt, ja, ja. Aber trotzdem wird's einen großen Geldsegen geben. Und ja. Apropos Geldsegen, ich habe ja noch eine Aufgabe. Gibt's noch eine Aufgabe? Metall. Ach so, ja, stimmt. Ich hab da mal was vorbereitet, Gacki. Ich hab das mir schon vorhin im Dunkeln angeguckt. Ich und, weiß, was da wartet. Au. Den hatte ich in der Zange, ne? Das ist die Hamburger, die achten da nicht drauf, ne? Das bitten das jetzt hier? Okay. Da würde ich sagen, das war so 3-4 Minuten vor Ende dieser Folge, werde ich mich dann aufmachen und das Metall noch verkaufen. Magst du noch in der Folge? Das würde ich noch in der Folge machen. Mhm. Oh, warum nicht? Einmal schnell zur Achterbahn runter und den Rest nach Elm Creek. Weil der Sprinter ist ja dann doch relativ schnell, das geht ja. Nimmt ihr den wieder mit? Hier? Guck mal. Hallo, falsche Richtung. Jetzt ist der wieder. Redig. Das wird wieder Chaos. Warte mal. Guck mal, ich kann balancieren. Sehr schön, Gacki. Ich bin stolz auf dich. Ja. So. Es werden weniger hier. Ich jetzt wieder fest. Okay, jetzt hier. So, den einen hier. Kann ich die mir. Oh, warte mal. Auch heben? Nee, der ist zu schwer, okay. So, ja, schieß. Okay.
es war wieder so gut, so gut. Wieder nicht. Aber so liegen sie schön, da kann ich sie wenigstens beide gleichzeitig aufnehmen. Das ist doch auch etwas. Im Übrigen, unser altes Sägewerk hat noch für 36 Minuten Holz. Oh. Jetzt nicht so viel. Nee. Gut, aber das wenn jetzt mal kurz stehen bleibt, ich glaube, das ist auch nicht so wild. Genügend, um unsere Produktion zu versorgen. Haben wir Geld? Kriegen wir auch anderweitig jetzt gleich noch 2-3 Euronen ein? Ja. Hättest du den Gabelstapler gar nicht wegfahren brauchen. Ich glaube, dass da schon wieder ein bisschen Metall stehen wird. Ja, zwei Paletten müssten dort stehen, wenn ich das richtig gesehen habe, aber... Ja, gut. Auf die verzichten wir dann mal. Okay. Platz sparend aufgeräumt. Okay. Wie? Hallo? Ist jetzt Baum, jetzt mach mal... Au! Hör doch jetzt mal auf, hier so Sachen zu machen. Was denn? Wieso? Alter, was ist denn mit dem Baum los? Au! Was ist denn hier los? Irgendwie passieren ja Dinge, Gacki, ich weiß nicht. Das beunruhigt mich alles ein bisschen. Schon wieder. Ich kann das. Okay. Ja, aber wenn du die so schneidest, dann wollen die aber irgendwie hier nicht in den Häcksler rein, also. Mach das ja nicht für extra. Es passiert einfach. So. Vor allem, die sind so leicht, die kann ich da mit der Hand da anschieben. Okay. Oh ja, jetzt kommt nochmal ein richtiger Baum. Ja, jetzt muss ich erstmal echt hier über den Stein und über den Stumpf darüber rumsen. Wir fahren noch ein Stück vor und fahren quasi parallel zu dem Baum. Ja, stopp. Jetzt einfach sägen und abkippen. Oh je. Er hat immerhin über die Rampe getroffen. Ja, ist auch ein bisschen was eingegangen. Und was machen wir jetzt hier? Händchen halten oder was wird das? So, wo haben wir denn jetzt hier? Das sind die nicht gehen. Ja, dann muss jetzt hier der Spielzeugbäumchen dran glauben. Zahnknocher. Sehr gut. So, aber der wird jetzt nochmal unsere Hackschnitzelproduktion. Das wird es nochmal richtig ausreißen. So. Und ich guck mal, ob ich mit dem Teil jetzt hier fahren kann. Also er bewegt sich, der Sprinter. Er liegt ein bisschen tief, aber. Hä, wieso denn? 36, 30.000.
Hackröllchen sind schwer. Aber hast du jetzt schon einen Hackschnitzel da mal oder was? Ja. Wir haben doch noch gar nicht so viele Hackschnitzel gemacht, Kaki. Ich kann mich dabei an ein Nachbarsbauernprojekt erinnern, da habe ich ein paar mehr nach Hackschnitzel gemacht. Ja. Und auch wenn er viel Eisen geladen hat, ich fahre 54, 56, 57. Oh, okay. Es geht bergab. Die Stadt 63, 64. Oh, jetzt wird der KI-Verkehr zum Problem. Oh, jetzt kommt auch noch einer entgegen. Hilfe! So, und zum Abschluss dieses wundergroße Bäumchen, die 4,3 Meter lange Fichte. So, ich mach gerade mal. Also, aber die Millionen Liter haben wir, wo ist jetzt das Spießchen hin? Ist jetzt weggeschmissen? War doch gerade noch hier. Wow. Was hat es jetzt gebracht? War das die Achterbahn? Das war die Achterbahn. Ne, das waren 1000 Liter. Ja, 1200. So, also 880.000 Liter Hackschnitzel sind es jetzt geworden. Boah. Du kannst dir ja schon mal deinen Anhänger mieten, den du haben möchtest. Ich hätte mich jetzt erstmal auf den Weg zum Shop gemacht. Ich hätte jetzt noch die Seilwinde kurz zu Hause abgeladen. Hat dann gut geklappt. Zum Glück bleibt der Schnee nicht liegen. Ja, dann wäre lustig. Ich sag mal so, ein Sprinter mit 30.000 Litern Metall, das dürfte ja in Kilogramm ein bisschen mehr sein. Ich weiß nicht, ob der nicht ein bisschen überladen ist. Nein, so Quatsch. Das ist Standardbeladung für einen Sprinter. Ich hätte vielleicht die Spanngurte beim Kompaktlader machen sollen. Hast du den jetzt unterwegs verloren? Nee, er ist noch da. Ich hoffe, mit einem Rad ist er noch auf der Ladefläche. Ich hoffe, dass die Spanngurte den jetzt festhalten. Das sieht jetzt ein bisschen... Gaki, darf ich dich mal ganz kurz... wir hatten das Gewicht da einfach mitten auf die Fläche geworfen. Gaki. Will ja niemanden ansprechen. Keine Ahnung. So, ich glaube, ich lasse den Anhänger hier mal stehen. Da komme ich niemals über die Gleise mit dem da hinten dran. So. Wobei ich gerade unterbrochen wurde. Ich glaube, unser Hof, der wird richtig cool. Also ich finde es jetzt schon sau cool mit diesen zwei geteilten, dass wir da über die Straße drüber müssen und die Heulager da. Das glaube ich, das wird noch richtig nice werden, Gacki. So, jetzt gibt's erstmal noch ganz schnell vorm Ende ein bisschen Geld. Wo sind die roten Kreuze? Da muss ich rein. So. Ja, einmal gegen den Mammutbaum gefahren, genau. Ah, die stehen unter Naturschutz, Gacki. Da kannst du nicht dagegen fahren. So, es ist 9 Uhr. Was sagt denn der Preis hier für Schnitzelhack? Ah, nicht weiter gestiegen, schade. So. Ja, nice. Ja, das haut rein. Macht es Sinn, den Anhänger jetzt zu mieten? Das würde ich ja sagen. Ich denke, wir werden dann in der nächsten Folge, die übrigens gleich ist, weil wir schon wieder am Ende sind für diese Folge, loslegen wollen mit Verkaufen.
Ja, nee, ich habe überlegt zu kaufen. Weil wir brauchen ja auch einen Anhänger, um unseren Heizomat dann irgendwie mal zu befüllen. You know? Das können wir ja auch mit dem. Wir haben ja einen kleinen. In einem Unimog. Ach so. Aber über kurz oder lang werden wir eh was brauchen, aber ich. Ja, Kauf ist doch egal. Wir werden jetzt so viel Geld machen. Ui. Ich glaube auch. Cool, dann suche ich mir jetzt einen aus. Welcher ist es? Das verrate ich ja immer noch nicht. Ja, das sehen wir in der nächsten Folge, denn jetzt ist wirklich Feierabend. Ich stelle mein Ding hier einfach jetzt auf die Seite. Dann geht's in der nächsten Folge weiter. Guckt gerne wieder rein. Wir würden uns freuen. Bis dahin, macht es gut und tschüss. Tschüss, liebe Leute, Daumen da lassen nicht vergessen und Videos sind verlinkt, ne? Hier kreuz und quer, ihr findet uns überall. Bis dann, ciao!